Hallo und herzlich willkommen auf Epic in Forsttag 2023. Wir sind am Stand von Schubert. Wer uns ein bisschen verfolgt, hat vielleicht im letzten Jahr bei der Enforcetech im Blogbeitrag von Schubert den neuen Helm gesehen. Der war da in der Glasvitrine zu sehen, das war der Prototyp. Und jetzt ist die finale Version fertig und der Milad wird uns das einmal kurz zeigen. Milad, grüß dich. Hi, servus, danke, dass ihr bei uns seid. Ja genau, schön, dass du dir die Zeit nimmst und uns einmal kurz über die Neuheiten von eurem Helm in Bilde setzt. Perfekt, mache ich sehr gerne. Wie gerade schon erwähnt wurde, wurde der Helm ja letztes Jahr in der Vitrine gezeigt. Das heißt, man konnte den nur von außen sehen und nur als Prototyp. Jetzt ist er fertig, jetzt kann man ihn auch mal von der Nähe betrachten und die ganzen detaillierten Features mal sich anschauen. Also wie man sieht, der Helm hat eine Zusatzrail, was ein bisschen anders ist als das, was marktüblich ist. Wir haben auch das Design ein bisschen angepasst. Man sieht das vielleicht in dem Video mit den Kanten hier. Das hat viele Gründe, nicht nur das wahnsinnig gute Aussehen, sondern auch tatsächlich praktische Sachen. Und zwar haben wir vier verschiedene... Operator müssen sexy sein. Ja, selbstverständlich. Selbst in der Full-Cut-Form. Das ist ganz wichtig. Wir haben Gleichflächen überall, sodass wir die Ersatzteile, die Logistik unterstützen und nur ein Set an Rails und NVG-Shroud für vier verschiedene Helmschalengrößen haben. Das ist der Hauptgrund, warum wir das haben. Wir haben sehr, sehr viele Details verbessert und verändert. Wir haben zum Beispiel hier alleine die Bungees, dass wir die verbessert haben, dass wir gesagt haben, dass wir die mit Handschuhen anfassen können und an der Seite haben, sodass es besser als einzuhaken ist. Wir haben den Kapselgehörschutz freundlich gemacht. Es gibt einen getrennten Kopftragering, keinen Standardkopftragering. Der Helm kann individuell an die Kopfform angepasst werden, indem ich hier die Pads rausklippe und kann hier dieses Teil rein und raus machen, um an die Kopfform anzupassen. Ich habe ein Netz, das ich innen drin verstellen kann. Ich habe eine komplette EPP-Schale innen drin. Das bringt mir wahnsinnige Vorteile bei der Stoßdämpfung. Dieser Helm wird zertifiziert sein, was die Stoßdämpfung angeht, nach der Kletternorm, nach der Arbeitsschutznorm und auch nach der Wildwassernorm, was viele Arbeitsunfälle dann verhindern sollte in Zukunft, die dann in Friedenszeiten mehr passieren. Der ist nach NIJ 3 Alpha zertifiziert, auch mit 44 Magnum Beschuss, genauso wie die Schrauben, aber von den Traumawerten her um einiges besser, da hält er sogar nach VPAM 3 die 25 Joule aus. Sehr cool, den werden wir sicher nochmal im Detail bei uns auf dem Kanal vorstellen, vielleicht auch mal beschießen und mal gucken, ja, was er kann. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, Mila, danke dir. Wir wollen noch mal kurz über ein neues System gehen, was ihr auch mit hier am Stand habt, aber das zeigen wir euch jetzt gleich im Detail. Weiter geht's hier am Stand von Schubert mit TR2. Das ist ein taktischer Respirator, also eine P2-Maske im Endeffekt, die aber CE-zertifiziert ist. Also ihr kennt vielleicht von Obscor die SOTA-Maske, die es gibt, die im Endeffekt die Brücke darstellt zwischen kein Schutz und einer Vollschutz-CBRN-Maske. Und diese Partikelschutzmaske hier von TR2 hat im Endeffekt den Vorteil schon mal, dass sie CE-zertifiziert ist, also für Deutschland auch funktioniert. Sie hat anstelle von Gummi hier eine Silikonanlage, das heißt auch da sitzt sie besser und sie endet auf dem Kinn, nicht unter dem Kinn. Das heißt, sie macht das Tragen mit einem Bart ist auch schon mal erleichtert, beziehungsweise der Schutz mit einem Bart ist auch gegeben. Natürlich muss man dazu sagen, gibt es keinen Vollschutz, wenn man einen Bart hat, aber sie dichtet auf jeden Fall schon mal besser ab, beziehungsweise sie funktioniert auch mit dem Kinnriemen, was zum Beispiel bei der Sotter-Maske extrem schwierig wird. Gibt es hier einmal als Strap-on-Version, wenn ihr mit einer Basecap oder so unterwegs seid, oder aber auch wie hier zu sehen, mit Helmintegration am Schubert-Helm, dann wird das hier einfach eingeklippt und das ganze System hat auch noch eine Mikrofonintegration. Das heißt, das Mikrofon hier in der Maske wird direkt in den Gehörschutz integriert und diese Integration ist möglich für alle großen gängigen Hersteller wie Otto, Sordin, Peltor, wie sie alle heißen. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch bei Schubert mehr Informationen dazu finden. Schubert im Netz, der Link hier ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus beim nächsten Stand. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.